Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute gibt es eine British Candy Challenge. Denn wie ihr wisst, wir waren ja letztens in Blackpool. Ich verlinke euch einfach nochmal den Vlog da oben oder auch in der Infobox. Und ich habe ein bisschen was eingekauft. Eigentlich wollten wir das in England noch drehen, aber die Zeit war dann so knapp. Deshalb habe ich es mitgenommen, aber ich habe nicht mal so viel. Und ich bin auch dabei. Moin. Ja, ich würde sagen, wir hauen einfach mal rein, ne? Ich will nochmal Gläser anfangen. Ich habe voll Bock drauf. Squashies. Squashies. Drumstick Squashies. Ja, die sehen mega cool aus. Sehen aus wie so Radiergummis, oder? Sieht aus wie, also wenn ich es jetzt nicht an... Ich weiß jetzt nicht, ob die weich sind oder fest. Die sind weich. Jetzt gerade sieht das aus wie so Marshmallows. Marshmallows? Nee, jetzt fühlt sich das aber mehr an wie so, ja, wie Joghurtgummis. So Joghurtgummis? Patiensmäßig. So fühlt sich das an. Nee, das glaube ich nicht. Boah, ich bin mega gespannt. Ja, wir probieren es mal. Ich habe das gesehen. Ich dachte, boah, das muss ich unbedingt... Free from artificial colors. Ah ja. Ich hätte es auch öffnen können. Ja, alles gut. Na gut. Hab schon. Boah. Oh, weißt du, wie das riecht? Also wenn man so die Nase, also wenn es hier, dann stinkt das. Aber wenn man so, so macht, dann riecht es nach Bubble. Nein, das riecht wie, wie so ein ganz bestimmter Schnaps. Warte, wie dieses... Boah, wie riecht das denn? Wie so ein ganz bestimmter Shot. Egal. Auf drei. 1, 2, 3, Prost. Mmh. Bubblegum Flavor, ja. Darf man die runterschlucken? Ja, ne? Ich hab schon geschluckt. Aber guck mal, hier vorne, das schmeckt anders. Das Blaue schmeckt anders als das Rosa, ne? Das sind jetzt aber nicht Kaugummis, oder? Nee, ne? Nee. Schmeckt nämlich wie ein Kaugummi. Ich glaub nicht. Also Leute, das schmeckt einfach wie... So richtig, richtig süße Kaugummis. Hier diese Kaugummis aus der Tube, weißt du? Mhm. Genau so schmeckt das. Ja, in der Infokarte da oben, da haben wir das Tuben-Kaugummi gegessen. Mhm. Gekaut. Aber ja, das schmeckt einfach wie Kaugummi aus der Tube, nur halt zum Runterschlucken. Mhm. Und halt mit mehr Kalorien und mehr Zucker. Aber das ist super noch? Lecker. Und die Konsistenz, das müsst ihr euch vorstellen, das ist die Mitte zwischen einem Kaubonbon wie Fritt oder so und einem Marshmallow, der so ganz weich ist. Das ist so genau die Mitte dazwischen, finde ich. Ja. Also ich kenne jetzt nichts aus Deutschland, was genau diese Konsistenz hat. Besonders das Blaue, das ist total weich. Guck mal, das kann sogar so abziehen. Mhm. Und das Rosa, ne? Das ist richtig fest. Mhm. Das Ding ist, alles in mir weigert sich, dass ich das runterschlucke. Alles in mir ist so, Matti, das ist ein Kaugummi, das darfst du nicht runterschlucken. Weißt du, was ich meine? Wegen dem Blauen. Nein, wegen des Geschmacks. Hm. Oder das. Tja. Okay, das Ding ist, die darf ich bloß nicht, weil die haust du dir so nebenher rein, weißt du? Und du merkst nicht, dass du da gerade eigentlich so 5000 Kalorien gegessen hast. Deshalb ja, schnell weg damit. Okay, next. True. Okay, ich habe irgendwie, das ist im Flugzeug, aber leider ein bisschen geschmolzen. Ich glaube, die werden mir am besten schmecken. Ah nee, das ist Banane, schade. Yummy also, Banana Toffees. Flavor Toffee. Das sind Toffees halt. Was sind Toffees? In Deutschland kannst du das vergleichen mit diesen Riesen. Weißt du, was ich meine? Kennst du nicht diese Riesen? Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Diese schwarzen Dinger, wo du so drauf rumkaust und kaust und kaust. Nee, ich glaube, ich finde das doch nicht. Nee, das sind so diese, einfach volles Rohr Zucker, karamellmäßig, aber so richtig hart und du bist da ewig lang am Lutschen und Kauen. Ich hatte übrigens noch ein Getränk, das musste ich aber, wegen Flugzeug habe ich schnell noch getrunken. Ich habe gedacht, ich habe Wasser gekauft, aber... Boah, das war so nervig. Das war richtig nervig. Auf einmal kam da irgendwas, das war Matcha-Tee, da kam auf einmal irgendwas Grünes, weil ich habe es nicht aufbekommen. Ich kann das nicht mal richtig abreißen. Ja, stört dich das, dass ich... Warte, ich beiß das ab, wo ich gerade den Daumen fand. Also man kann es nicht abreißen. Ja. Das ist halt eine richtig, richtig feste Konsistenz. Okay, das darfst du auf keinen Fall kauen. Instant Karies. Mm. Boah, wie lecker. Instant Karies. Boah. Mm. Ja, es klebt euch den Mund zu, aber es ist so lecker. Ich habe morgen jetzt anders gemacht. Nee, übermorgen. Mm. Das ist einfach Karamell. Ja. Yeah. Fester Karamell. Mhm. Einfach fester Karamell. Boah, mega lecker. Mm. Ist halt einfach reiner Zucker, auf dem man rumkaut, ne? Mhm. Und normal. Mhm. Boah, ich habe das Gefühl... Ich kann das gar nicht, das klebt an meinen Zähnen. Ich hab das Gefühl, ich klebe gerade meinen Enddarm zu. Mhm. Dann hängst du so auf dem Klo
Und es geht nichts, weil alles verklebt ist. So fühlt sich das gerade in meinem Mund schon an, weißt du? An mir klebt es einfach nur an den Zähnen. Du hast ja voll viel genommen, ich habe nur so ein bisschen. Ja. Aber es war super lecker. Boah. Boah, mega lecker. Alter, Verwalter. Hast du Lust auf ein Kekschen? Ja, ich glaube, das wäre eine gute Abwechslung jetzt. Mhm. Das sind nämlich Kekse, Strawberry und Cream. Und ich bin mega gespannt auf die Cream, denn ich liebe Kekse und ich liebe einfach Erdbeeren. Deshalb habe ich die geholt. Ja, auf. Okay, warte, lass mich nicht, dass du wieder so aufreißt. Ich kann das nicht wieder zumachen, weißt du? Muss das ja, dann zeig mal, wie du das jetzt zumachst. Nein, ich guck so. Jetzt nimmst du die an mich raus. Ja, aber ich will sehen, wie du es zumachst. Ja, ich mach's gleich so. Du machst es rein, aber du machst es nicht ja, zu. Aber du reißt das komplett alles. Okay. Willst du einen ganzen Keks oder halt? Ich nehme so einen ganzen Keks. Also, hier ist schon mal eindeutig eine Hälfte mit Erdbeere und eine ohne. Ja. Probier erstmal die ohne. Prost. Prost. Ich probiere direkt in der Mitte. Die ohne schmeckt jetzt erstmal einfach nach Cookie. Einfach so Butter, Ende. Die andere auch, nach Butter. Butter und Chemie. Ja, die Erdbeerhälfte schmeckt halt nicht nach Erdbeer. Mhm. Die beiden Hälften schmecken halt 100% identisch. Das, was nach Erdbeer schmeckt, sind diese kleinen Krümelchen. Mhm. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Hälfte schmeckt nach Erdbeer und eine nicht. Und ich habe gedacht, Cream, das ist innen noch flüssig oder so. Double the flavor. Ich schmecke jetzt keinen Double Flavor, ehrlich gesagt. Also es ist so eine ganz, 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 ganz leichte Erdbeernote. Aber wirklich eine ganz leichte Erdbeernote. Mhm. So diese Kunsterdbeere, ist das, was ich meine? Mhm. Mhm. Aber wir haben ganz feste Schulnoten zu geben. 1 bis 10, keine Schulnoten. 8. 10? 8 von 10. 10? Da würdest du eine 10 von 10 geben, die sind saulecker. Halt weird, weil es sich anfühlt wie Kaugummi. Und das kriegt von mir eine 4 von 10. Bei mir eine 3. Mhm. Ich finde es jetzt nicht so geil. Das Ding ist, selbst für einen Keks ist halt überhaupt nicht lecker. Ich liebe Keks, aber das finde ich jetzt auch nicht so. Ich würde mich jetzt nicht freuen. Nice, ich habe gerade 2 Stunden Sport gemacht. Ich darf endlich so einen Keks essen, weißt du? Da würde ich mich dann schon eher auf so einen Schokokeks freuen oder so. Aber auf das Ding hier nicht. Next! Ich habe hier irgendwas, keine Ahnung, was es ist. Ich weiß nicht, ob es wie das aufgeht. Ja, das finden wir raus, würde ich mal behaupten. Ne? Soll ich mal? Soll man twisten? Da ist Pulver drin. Oh mein Gott. Hör mal auf, das hatte ich immer im Handgepäck. Ich rieche nach gar nichts. Ja, und wie isst man das jetzt? Soll man dass ich das ins, so Wasser, ins Wasser kippen und eine Limonade daraus machen? Oder wie? Weiß ich nicht, ich esse das jetzt einfach so. Spaß. Also das ist einfach so ein bisschen Pulver. Das ist einfach Zucker. Zucker mit Erdbeergeschmack. Wie ist das denn jetzt gemeint? Das hat eine ganz komische Konsistenz. Das ist einfach wie Traubenzucker. Das ist einfach Traubenzucker mit Erdbeergeschmack. Mehr ist das nicht. Hier, Sherbet with a Strawberry Flavor Dipping Stick. Wo ist denn hier der Dipping Stick? So, das da vielleicht. Wie soll man damit denn reindippen? Hä? Keine Ahnung, vielleicht nicht. Nee, hier soll ein Dipping Stick dabei gewesen sein. Vielleicht hätte man den dazu nehmen müssen. Ach, das ist so wie hier. Kennst du es noch von früher? Da sind so zwei Jungs drauf abgebildet. Die sehen so aus wie Pumuckl oder sowas. Da hast du so ein Tütchen, das reißt du auf, dann ist da genau so ein weißes Pulver drin. Und in dem anderen Tütchen ist so ein Stab. Und du leckst diesen Stab ab und dippst dann so in dieses Pulver rein. Ja, und dann leckst du so dieses Pulver ab. Ich glaube, so ist das gemeint. Ja, aber das ist... Ist halt einfach Zucker. Das ist wirklich einfach Zucker. Ja? Yeah. Das schmeckt, das hat auch gar keinen richtigen Geschmack gehabt. Ja, mit bisschen Erdbeeraroma. Einfach Erdbeerzucker. Ja, das war sehr, sehr schlecht. Also, was für eine Note gibst du dir? Boah, 2 von 10. Ich gebe ihm eine 0. Weil es war halt. Es hält halt das, was es verspricht, ne? Deshalb 2 von 10. Was hat es denn versprochen? Na, dass es Erdbeerzucker sein soll. Ja. Hat nach Erdbeer geschmeckt? Finde ich nicht. Dann habe ich hier noch was richtig Typisches, einmal Fish and Chips. Das ist aber ein Geschenk, weshalb ich das hier nicht direkt auspacke. Denn ich fand das so süß. Also das ist einfach so ein Riesenfisch. Süßigkeiten, Fish and Chips. Ja, genau. Süßigkeiten, Fish and Chips. Und das sind so Pommes. Mhm. So mega süß. So diese sauren Pommes. Das ist für meine Family, deshalb packen wir das nicht aus, sondern das verschenke ich. Aber ich wollte es euch unbedingt zeigen. Und dann habe ich noch ganz normale British Gums, British Mix Gums geholt. Die habe ich in meiner Kindheit immer sehr gerne gegessen. Aber ich habe noch nie so die echten aus
Die allerechten. Aus England gegessen. Mhm. Und ich denke, das sind die echten. Und es ist sogar gelatinefrei. Da habe ich direkt zugeschlagen. Die stinken. Oh, das riecht nach Essigsäure. So? Ja, das riecht richtig übel. Der riecht nach Essigsäure. Warum riecht das denn sauer? Noch eins bitte. Jetzt will ich beide. Okay. Okay, ich fange erstmal mit sowas. Ist das rot oder rosa? Das ist rot. Ich fange mit einer roten Krone an. Ich habe ein Auto. Ist jetzt nichts Negatives. Schmeckt halt einfach wie ganz normale Weingummis. Genau so schmecken halt Weingummis. Ja. Ja. Sind einfach Weingummis. Punkt. Mhm. Man schmeckt gut. Schmeckt gut, aber ist jetzt nicht so mein Snack. Bei meiner Kindheit haben die irgendwie anders geschmeckt. Ja, der Geschmack ist ein bisschen anders, ja. Also das Aroma. Das Aroma ist sehr stark. Probier auch mal ein Weißes. Ja, das Weiße schmeckt ein bisschen nach Ananas. Guck mal, ich habe so einen Soldaten. Mhm. Und ich hatte gerade den Big Ben. Ja, schmeckt dann nach Weingummis. Also ich muss sagen, mein Favorit sind ja die hier. Ja. Die Drumstick Squashies. Die waren wirklich die besten. Das sind die besten. Und dieses Toffee-Ding. Ja. Aber es ist halt Killer für die Zähne. Hefer nehme ich auch noch eins. Aber das sind meine Favorites. Die schmecken richtig gut. Also wenn ihr in England seid, unbedingt die hier ausprobieren. Mhm. Mhm. Was für eine Note von 1 bis 10 gibst du jetzt aber den Weingummis? 5. 3. Ich bin nicht so der Weingummi-Esser. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst gerne ein Like. Okay. Und ein Abo nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Video und ich mag auch noch ein Stück davon. Das war echt lecker. Ich spüre meine Zähne nicht mehr. Mhm. Tschüss. Peace out. Das ist keine gute Idee, dass du diese Videoreihe weiterführst. Ich hab was ganz vergessen. Was? Wir müssen Eis noch ausprobieren. Ich war ja ganz vergessen, wir waren ja in Blackpool. Das sind die Blackpool Rocks, heißen die, glaube ich. Und Blackpool ist bekannt dafür, für diese Stangen, Zuckerstangen. Das sind ganz normale Zuckerstangen, aber mit verrückten Geschmäckern, richtig? Genau. Ich habe hier Blueberry Muffin. Und ich habe hier Knoblauchbrot. Also ihr merkt, es gibt ganz, ganz viel. Boah, und nee, das Ding ist, ich habe jetzt hier so leckere Geschmäcker in meinem Mund und jetzt muss ich das beenden mit dem Knoblauchgeschmack. Nein, du kannst auch auf den da. Muss los, ey. Nee, ich will Knoblauch. Willst du nicht das Knoblauchding probieren? Doch, natürlich. Ich will beide probieren. Ich habe noch nie in meinem Leben Süßigkeiten mit Knoblauchgeschmack gegessen. Krass, oder? Worauf die Engländer so kommen. Mhm. Brauchst du mir nicht erzählen, ey. Hey, wie packt man die denn aus, ohne dass man das ganze Ding da rausholt? Soll ich jetzt die ganze Kaufstange da rausholen, oder was? Nein, auf keinen Fall. Hm. Ich hab die durchgebrochen hier. Ah, so geht's auch. Okay. Riech mal! Oh, das ist halt Knoblauch, ne? Nee, ja, das riecht aber nicht gut nach Knoblauch, das riecht halt ekelhaft. Ich fange mit Blueberry Muffin an. Oh, das ist weich. Baby, das ist, als würdest du diese Ekelbohnen-Challenge freiwillig machen. Ich liebe ja Knoblauchgeschmack, aber der hat nichts in der Süßigkeit verloren. Hier, willst du das mal probieren? Alter, ist das nicht ekelhaft? Das finde ich sogar besser als das da. Das ist jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber immer noch besser als Knoblauchgeschmack. Das hat sich angefühlt im Mund wie diese Jellybeans. Hm. Diese Bean-Boozled-Bohnen. Es gibt übrigens auch Chicken Teriyaki, also... Hätte es geben. Mhm. Boah, die schmeckt aber auch sau ekelhaft. Die schmeckt beide ekelhaft. Also diese Blackpool-Süßigkeit gefällt mir gar nicht. Nee, mir auch nicht. Warte, ich brauche. Ich habe noch zwei andere, aber die bringe ich auch, die sind auch Geschenke. Ich habe hier nochmal Bubble Mint und Strawberry Cheesecake. Ja, das war echt lecker. Ja. Jetzt haben wir es aber bis zum Videoende geschafft. Mhm. Schön, dass ihr dabei wart, Freunde. Tschüss. Esst niemals diese Knoblauchdinger, die sind zu kotzen. Die sind echt eklig. Mhm. Aber das ist echt lecker. Hallo, was für eine Note? 1. -10. Ciao.